Kugeln, Räder, kleine Holzfiguren oder Würfel. All diese kleinen Kunstwerke entstammen der Drechslerei Angerer aus Dorfgastein. Seit knapp 50 Jahren bringt das Familienunternehmen Holz mit Hilfe von Maschinen in die richtige Form. Das Drechslerhandwerk ist nachweislich eines der ältesten Gewerke der Erde. Gedrehte Gegenstände wurden bereits vor 3500 Jahren gefertigt. Die Geschichte in Dorfgastein beginnt im Jahr 1972. In einer kleinen Werkstatt neben dem Bauernhof gründete Dietfried Angerer Senior das Unternehmen. Mit Hilfe anderer Bauern wurde gedrechselt. Heute leitet Dietfried Angerer Junior den Betrieb. Rund 20 Mitarbeiter kümmern sich leidenschaftlich um die Produkte. Das kommt nicht von ungefähr. Dietfried Angerer führt seinen Betrieb und seine Geschäfte nach dem Motto: Es geht nur miteinander. Als wir bei unseren Dreharbeiten durch die Produktion gingen, sprang der Funke auch auf uns über. Auch wir verspürten die positive Energie, die von allen im Unternehmen versprüht wird. Es ist total schön, dass unsere Mitarbeiter, ja, mein Wunsch und ein Miteinander leben. Ich habe ja das nie gesagt und irgendwie leben sie es. Wir haben teilweise sehr gute Mitarbeiter. Und die einen haben halt immer eine Nuance-Schwäche. Und es wird jeder in die gleiche Höhe gehoben, es wird jeder mitgenommen und zum Schluss wird jeweils miteinander am Abend ein Getränk getrunken und gelacht. Im Familienbetrieb spielt nicht nur das gute Betriebsklima eine gewichtige Rolle. Es wird auch auf Nachhaltigkeit gesetzt. Der Betrieb ist PEFC zertifiziert. PEFC ist die englische Abkürzung für Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes, also ein Zertifikat für die Anerkennung von nachhaltiger Waldbewirtschaftung. Die Zertifizierung zieht sich über die gesamte Wertschöpfungskette Holz, vom Wald bis zum fertigen Produkt. Aber dazu kommen wir später. Die Drechslerei Angerer hat einen Exportanteil von über 80%. Geliefert wird in EU-Staaten, nach Kanada, Japan oder auch Südkorea. Die PEFC-Zertifizierung des Betriebs ist ein Qualitätsmerkmal im In- und Ausland. Zertifizierung ist eines von den Schlüsseln für einen Produktionsbetrieb in Österreich, in Europa. Dementsprechend haben wir uns vor einiger Zeit dazu durchgerungen, unseren Betrieb durchzuzertifizieren, dass der Konsument sicher sein kann, dass das Produkt, was er aus Gastein erwirbt, von der Drechslerei Angerer auch zertifiziert und nachhaltig ist. Der Zertifizierungsprozess geht beim PEFC vom Wald aus. In seinen Standards wird ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt. Das heißt, dass im Regelwerk für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung ökonomische, ökologische und soziale Aspekte gleichermaßen berücksichtigt werden. Die Maßnahmen orientieren sich an den 6 bei der Ministerkonferenz 1993 in Helsinki beschlossenen Kriterien. Erhaltung und angemessene Verbesserung der forstlichen Ressourcen, Erhaltung der Gesundheit und Vielfalt im Ökosystem Wald, Erhaltung und Förderung des ständigen Wachstums der Wälder, Bewahrung, Erhaltung und Verbesserung der Vielfalt an Pflanzen und Tieren im Wald, Erhaltung und angemessene Verbesserung der Schutzfunktionen bei der Waldbewirtschaftung und Erhaltung fairer wirtschaftlicher Bedingungen. Wer in Österreich diese Zertifizierung vornimmt, erklärt uns der Obmann von Proholz Salzburg, Rudolf Rosenstatter. Ja, da gibt es eine Zertifizierungsstellung, das ist ja weltweit BFC. Hier haben wir BFC Austria in Österreich. Das geht von Wien aus, das wird sehr streng kontrolliert. Es wird von Dritten kontrolliert, ob das auch so ist, wie wir das zeigen. Und es ist das 20 Jahre alt, diese Zertifizierung. Und es gefällt den Wald, es gefällt der Gesellschaft. Und es ist in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig, dass wir diese Zertifizierung haben. Am Lagerplatz der Firma Angerer in Dorfgastein liegt ausschließlich zertifiziertes Holz. Die Hauptlieferanten kommen aus Kuchl und Dernten. Ein Teil wird auch aus Deutschland bezogen. Durch den Einsatz der zertifizierten Rohstoffe und durch die Zertifizierung des Betriebes ist für den Endkonsumenten die Nachhaltigkeit gewährleistet. Bevor das unveredelte Holz in den Verkauf kommt, durchläuft es in Dorfgastein mehrere Stationen. Mit Anna Angerer steht bereits die dritte Generation in den Startlöchern für den Fortbestand des Unternehmens. Sie erklärt uns, wie das Rohholz in feine Drechslereiprodukte veredelt wird.
Also wir kriegen das Holz frisch vom Wald geschnitten und das liegt bei uns am Holzlagerplatz circa ein Jahr. Da wird das ein bisschen trocken, nachher kommt es in die Trockenkammer und dann fängt bei uns eigentlich die Wertschöpfung an. Dann wird das bei der Kapsel quasi einmal abgekappt und abgelenkt in die Längen, wo wir es brauchen. Dann kommt es im Zuschnitt, da werden Kanthölzer geschnitten, damit es die Maschine verdrehen kann. Und dann kommt es auf unsere Maschinen und die verarbeitet die Kanthölzer dann zu Kugeln oder Figuren oder Räder oder sonstigen Spielsachen, was man hernehmen kann. Und wenn das um ist, dann haben wir noch ein bisschen eine Oberflächenbearbeitung. Da wird es ein bisschen geschliffen oder es wird lackiert oder es wird bedruckt. Oder es kommt ein Bronzstempel drauf und am Ende haben wir die Endkontrolle und dann geht's raus in die ganze Welt. Es muss nicht immer größer, weiter, schneller sein, um Erfolg zu haben. Mit einem Jahresumsatz von 2,5 Millionen Euro und Exportdestinationen in der ganzen Welt beweist das Familienunternehmen Angerer in Dorfgastein, dass Nachhaltigkeit, die Liebe zum Rohstoff Holz und eine Wertschätzung der Mitarbeiter und der Umwelt auch ein Garant für eine Erfolgsgeschichte sein kann.